Wachen, wen habt ihr da? Da ist schon wieder so eine Händlerin. Ja, lass sie rein. Lasst sie reinkommen. Seid gegrüßt. Ich habe ein ganz besonderes Kräuterelixier für euch. Das Elixier bringt alle vier Körpersäfte ins Gleichgewicht. Blut, Eiter, schwarze Galle und Schleim. Händlerin, wisst ihr überhaupt, mit wem ihr es zu tun habt? Komische Frau. Irgendwas ist bei ihr jetzt anders. Ach, ihr seid der Burgherr. Wohlan, mein Herr. Dann habe ich ganz was Besonderes für euch. Nicht diesen billigen Schrott, sondern den Trank, der euch für alle Zeiten unbesiegbar macht. Wir befinden uns auf der alten Burg zu Neustadt-Glewe. Sie wurde Anfang des 14. Jahrhunderts gebaut und ist eine der besterhaltensten Wehrburgen in Mecklenburg. Wie geschieht mir? Was passiert mit meiner Burg? Welch grausames Gefährt. Aber wo sind die Pferde? Aus Metall. Eine Rüstung. Hallo? Können Sie mal Platz machen, bitte? Was? Wie spricht eine einfache Magd mit mir? Ich bin der... Oh. Welch Zauber! Man sieht hier den Innenhof mit den Nebengebäuden und den Toren. Und wieso ist niemand im Pranger? Kommt mir bekannt vor, junger Mann. Sagt, von welchem Stammbaum stammt ihr ab? Hey Bro, was ist dein Problem? Wie siehst denn du aus? Den werfe ich in den Kerker. Alter. Du schon wieder? Bist du der neue Museumsführer? Wir verkleiden uns hier eigentlich nicht. Ah ja, schon mal ein Prospekt, kannst du mal reinlesen. Diese Burg existiert seit über 700 Jahren. Frevelei. Das muss ein Zauber sein. Bin ich wahrlich in einer anderen Zeit gelandet? Und was ist mit den herzoglichen Gemächern passiert? Das ist unser Konferenzraum. Einfaches Volk. Die Bauern haben mir sicher alle Möbel gestohlen. Und die Wandmalerei. Alle zerstört. Nur ich auf dem Pferd. Ja, ich bin noch ein bisschen erkennbar.
Die teils über 500 Jahre alten Wandmalereien zeigen eindrucksvolle Darstellungen von Mythen und Jagdszenen. Dieses Burgmodell führt uns sehr detailliert in die damalige Zeit zurück. Die auf einem Hügel stehende Burganlage hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. In diesem Modell sind alle jemals vorhandenen Gebäude zu sehen. Wirtschafts- und Wohngebäude, Burgturm, Innenhof und die Zugbrücke, denn die Burg war einst vollständig von Wasser umgeben. Der Lagerraum scheint noch zu existieren, aber er hat sich sehr stark verändert. Eine Rüstung, aber altes Modell, die wurde schon seit der Belagerung von Hallstatt nicht mehr getragen. Solche Rüstungen konnten bis zu 30 Kilo wiegen, plus 10 Kilo Kettenhemd. Sie waren sehr, sehr teuer und somit dem Adel vorbehalten. Lanzen wie diese wurden bei Ritterturnieren verwendet, aber nicht in der Schlacht. Im Kriegsfall griff man meistens zum Schwert. Allvater, Hildegard, Friedmann, man hat sie ausgestopft. Ihr Schweine! Bauernvolk! Bauernvolk! Wer bringt mir jetzt meine Rebhühner? Wer putzt mir die Schuhe? Das Essen in der Burg wurde meist im offenen Kessel zubereitet und war eintöniger, als man denkt. Es gab Brot, Getreidebreie, Suppen und Fleisch meist nur zu besonderen Gelegenheiten. Man aß mit den Löffeln. Messer trugen die Herren am Gürtel immer bei sich. Zum Trinken gab es meist Bier, was in der Burg in diesen Gefäßen gebraut wurde. Keiner hat wieder angeheizt. Was ist das für ein Zauber? Hallo? Wer macht so schnell die Bilder? Hallo? Spricht da jemand? Die Burg ist das älteste Gebäude der Stadt. Die 1248 als Novantivatum gegründet. Der Wehrgang. Aber wieso sind hier keine Wachen? Sie sind unvorsichtig geworden. Was ist, wenn die Slawen wieder angreifen? Der Wehrgang lief einst um die ganze Burg herum und diente der Verteidigung. Mit dieser Pechnase goss man heißen Sand oder Teer auf die Angreifer. Mit den Hakenbüchsen und Armbrüsten schoss man durch die Schießscharten. Es gab auch Kanonenkugeln aus Stein. Es war mir klar, dass auch hier keine Verteidigung mehr stattfindet. Ich muss noch eine Kanonenkugel abfeuern. Aber ich habe noch keine Stoffreste gefunden. Im Mittelalter benutzte man Stoffreste auf dem Plumpsklo, weil Papier viel zu kostbar war. Die Klos befanden sich in einer Wandnische, sodass die Exkremente gleich außen herunterfallen konnten. Mann,
Mein altes Wohngeschoss ist auch leer. Na klar. Dies war ein Wohnsaal in der obersten Etage des Turmes. Vielleicht finde ich hier die Stoffreste. Das war immer mein Lieblingsklosett. Hey, was soll das? Ach, mein Lieblingsraum in der ganzen Burg. Ja, Erinnerung. Hier konnte ich von vielen Leuten Geheimnisse entlocken. Selbst meiner Großmutter. Ach, Gott hab sie selig in der Hölle. Wie in jeder richtigen Burg gibt es eine Gefängniszelle und ein Verlies. Oft zu Unrecht Beschuldigte wurden auf schlimme Art verhört und bestraft. Das Verlies ist 8 Meter tief. Die Gefangenen wurden dort mit einem Seil heruntergelassen. Da bin ich wieder im Hof, meiner alten Burg. Und da ist das alte Handwerksgebäude, aber es scheint mittlerweile wohl eine Schenke zu sein. Dies war eigentlich das Wirtschaftsgebäude, wo gekocht, gebraut, genäht, repariert wurde. In und um die Burg herum betrieb man Handwerk, wovon diese Gegenstände zeugen. Was soll ich nur tun? Ich muss zurück in meine Zeit. Warte mal. Es gab doch die alte Hexe im Wald. Sie war damals schon sehr alt, aber vielleicht lebt sie noch. Wenn, dann kann sie mir helfen. Wahrlich, ihr seid tatsächlich hier. Ich brauche unbedingt eure Hilfe. Ich habe dich bereits erwartet. Ich wollte dir damals auf der Burg nur eine Lehre erteilen. Alle Menschen sind gleich und du solltest daraus eine Lehre ziehen. Und deshalb habe ich dir einen Trunk mitgebracht, damit ist die Erlösung drin in dem Trunk. Hab Dank. Ich werde zurück in meine Zeit kommen und eine Lehre daraus ziehen. Ich hoffe es. Hab Dank. So kam er zurück in seine Zeit und regierte gerecht bis zu seinem Lebensende. Und tschüss!